Halo, guten Tag, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju. U ovoj video lekciji ukratko pričamo o tome da li je teško naučiti strani jezik. Dakle, pokušala sam da vam dam neke osnovne savete kako ja mislim da treba da učite kad ste na početku učenja jezika i to sam vam ispričala na nemačkom, tako da ćete imati, pretpostavljam, korist. Pa krećemo odmah. Ist es schwierig, eine neue Sprache zu lernen? Ist es schwierig oder ist es leicht? Was denken Sie? Ist es schwierig, eine neue Sprache zu lernen? Zunächst denke ich, dass es von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Dakle, da li je teško naučiti novi jezik? Pa najprej ja mislim da to zavisi od mnogo različitih faktora. Zunächst denke ich, dass es von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Es ist einfacher, es zu lernen, wenn Sie ein kleines Kind sind. Es ist einfacher, eine neue Sprache zu lernen, wenn Sie ein kleines Kind sind. Lakše naučiti novi jezik kada ste još malo dete. Es ist einfacher, eine neue Sprache zu lernen, wenn Sie ein kleines Kind sind. Es ist einfacher, es zu lernen, wenn Sie es nicht lernen müssen. Odnosno, es ist einfacher, eine neue Sprache zu lernen, wenn Sie eine neue Sprache nicht lernen müssen. Lakše da vi naučite jezik kada vi ne morate da ga naučite. Es ist einfacher, eine neue Sprache zu lernen, wenn Sie eine neue Sprache nicht lernen müssen. Wenn Sie unter Druck stehen, ist das fast unmöglich. Wenn Sie unter Druck stehen, ist das fast unmöglich. Kada ste pod pritiskom, da naučite jezik, skoro je nemoguće. Wenn Sie unter Druck stehen, ist das fast unmöglich. Viele Menschen sind gezwungen, eine Sprache zu lernen, um einen besseren Job zu bekommen oder ein Visum zu bekommen. Viele Menschen sind gezwungen, eine neue Sprache zu lernen, eine Fremdsprache zu lernen, um einen besseren Job zu bekommen oder ein Visum zu bekommen. Dakle, mnogo ljudi je naterano, glagol je zwingen. Nekog prisiliti, sie sind gezwungen, prisiljeni su da uče jezik, da bi dobili posao ili vizu. Also viele Menschen sind gezwungen, eine Fremdsprache zu lernen, um einen besseren Job zu bekommen oder ein Visum zu bekommen. Dann müssen sie sehr schnell lernen, aber so geht es nicht. I onda oni moraju veoma brzo da uče, a to tako sa jezikom naročito ne može. Ne može se naučiti brzo. Dann müssen sie sehr schnell lernen. Aber so geht es nicht. Sie können in 3 oder 6 Monaten keine Sprache lernen. Es braucht viel Zeit, viele Fähigkeiten. Sie können in 3 oder 6 Monaten keine Sprache lernen. Es braucht viel Zeit, viele Fähigkeiten. Dakle, wie odnosno, oni ne mogu za 3 ili 6 meseci da nauče jedan jezik. Potrebno je mnogo vremena i mnogo sposobnosti i mogućnosti. Es braucht viel Zeit und viele Fähigkeiten, eine neue Fremdsprache zu lernen, zu beherrschen, da bi ovladali jezikom, zu beherrschen. Sie müssen konzentriert sein, wenn sie lernen. Sie müssen, wie morate, konzentriert sein. Biti konzentrirani, kada učite. Sie müssen konzentriert sein, wenn sie lernen. Sie müssen kleine Bissen nehmen. Kleine Bissen nehmen. Male zalogaje da uzimate. Ne može sve odjednom da se nauči. Sie können nicht alle gleichzeitig lernen. Sie müssen kleine Bissen nehmen. Sie können nicht alle gleichzeitig lernen. Znači, male zaloge, ne može se sve gleichzeitig u isto vrijeme naučiti.
auf einmal und jedem. Sie können nicht ungeduldig sein, wie nämste biti nestrpljivi. Bolje reći, sie dürfen, nesmete biti, sie dürfen nicht ungeduldig sein. Ich denke, dass Talent für Anfänger nicht notwendig ist. Ich denke, dass Talent für die Anfänger nicht notwendig ist. Okay, ja mislim da Talent za učenje jezika za početnike nije neophoden. Es ist nicht notwendig, Talent für die Sprachen zu haben. Was für Anfänger wichtig ist, ist die Wiederholung. Was für Anfänger wichtig ist, ist die Wiederholung. Dakle, ono što je važno za početnike jeste Wiederholung, ponavljanje. Sie müssen zuhören und die gleichen Dinge wiederholen. Sie müssen zuhören und die gleichen Dinge wiederholen. Dakle, morate slušati i iste stvari ponavljati. Sie müssen sich das Material anhören, das Sie verstehen können. Mindestens 80% davon. Dakle, morate slušati materijal koji možete da razumete. Makar 80% od tog materijala. Sie müssen sich das Material anhören, das Sie verstehen können. Sie können nicht sofort Filme oder Serien ansehen. Sie können nicht sofort Filme oder Serien ansehen. Ne možete odmah da uzmete i uključite film i seriju. Ne. Sie sollen nicht sofort Grammatikregeln lernen. Što je bitno. Sie sollen nicht sofort Grammatikregeln lernen. Ne treba odmah da učite gramatička pravila na početku učenja jezika. Es ist eine schlechte Idee. Es ist eine schlechte Idee. Sie müssen zum Beispiel 2000 einfache Sätze lernen. Lernen bedeutet zu wissen, wie man diese Sätze ausspricht, wie man sie übersetzt und wie und wann man diese Sätze im alltäglichen Gespräch verwendet. Sie müssen zum Beispiel 2000 einfache Sätze lernen, auswendig lernen. Napomet, auswendig lernen. Und lernen bedeutet, zu wissen, wie man sie ausspricht, wie man sie übersetzt und wie und wann man sie im alltäglichen Gespräch verwendet. Dakle, vi morate, na primjer, da naučite 2000 jednostavnih rečenica. A naučiti znači da znate kako se izgovaraju, kako se prevode, i kako i kada se koriste u svakodnevnom životu. Dakle, wie man die Sätze ausspricht, wie man die Sätze übersetzt und wie und wann man die Sätze im alltäglichen Gespräch verwendet. Wenn Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie im Geschäft, im Zug zu Ihren Kollegen etwas sagen können, dann können Sie mit Grammatikregeln beginnen. Wenn Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie im Geschäft, im Zug, in der Schule, bei der Arbeit, zu Ihren Kollegen etwas sagen können, dann können Sie auch mit Grammatikregeln beginnen. Dakle, kad se osjetite sigurniji u prodavnici u vozu, kada u prodavnici u vozu u kolegama nešto možete da kažete, onda možete krenuti sa učenjem gramatičkih pravila. Wenn Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie im Geschäft, im Zug, im Bus, zu Ihren Kollegen, bei der Arbeit etwas sagen können, dann können Sie mit Grammatikregeln beginnen. Lernen Sie keine Grammatikregeln, bevor Sie bereit sind, einen einfachen Satz zu sagen. Lernen Sie keine Grammatikregeln, bevor Sie bereit sind, einen einfachen Satz zu sagen. Nemojte učiti gramatička pravila pre nego što ste spremni, sposobni da kažete neku najjednostavniju rečenicu. Lernen Sie keine Grammatikregeln, bevor Sie bereit sind, einen einfachen Satz zu sagen.
Sashtupa. Später werden Sie die Regeln leichter verstehen und sich leichter an die Regeln erinnern. Später werden Sie die Regeln leichter verstehen und werden Sie die Regeln leichter an und werden Sie leichter an die Regeln erinnern. Dakle, kasnije ćete sva ta pravila lakše razumeti i lakše ćete se njih setiti kad vam zatrebaju. Später werden Sie die Regeln leichter verstehen und sich leichter an die Regeln erinnern. Es gibt viele verschiedene Methoden für einen Zweitspracherwerb. Zweitspracherwerb je to usvajanje drugog stranog jezika. Es gibt viele verschiedene Methoden für einen Zweitspracherwerb. Aber meiner Meinung nach lernen wir alle auf unterschiedliche Weise. Und wir haben alle unterschiedliche Kapazitäten. Ali, po mom mišljenju, mi svi učimo na različite načine i svi imamo različite kapacitete. Meiner Meinung nach lernen wir alle auf unterschiedliche Weise und wir haben alle unterschiedliche Kapazitäten. Manche Menschen merken sich schneller, manche vergessen schneller. Manche Menschen merken sich schneller und manche vergessen schneller. Dakle, neki ljudi brže pamte, a neki brže zaboravljaju. Znači, sich merken, nešto zapamtiti, sich i vergessen, nešto zaboraviti. Znači, manche Menschen merken sich schneller und manche vergessen schneller. Wir müssten so viele Methoden erfinden, wie es Menschen gibt. Dakle, onda bi morali da izmislimo onoliko metoda koliko ima ljudi. Wir müssten so viele Methoden erfinden, ungefähr. So viele Methoden erfinden, wie es Menschen gibt. Das ist natürlich unmöglich. Ich denke also, alle von euch, die am Anfang stehen, sollten sich einfach entspannen und versuchen, einfache, kurze Sätze zu lernen. Also, das ist natürlich unmöglich und deshalb denke ich, dass alle von euch, die am Anfang stehen, sollten sich entspannen und versuchen, einfache, kurze Sätze zu lernen. Dakle, ja mislim onda da svi vi koji ste na početku učenja jezika treba samo da se entspannen, otpustite i da pokušate da savladate, da naučite te kratke rečenice za početak. Also, Sie sollten sich nur entspannen und versuchen, einfache kurze Sätze zu lernen. Sprechen Sie sie mit lauter Stimme aus. Izgovarajte ih glasno, dok ih pričate, učite. Sprechen Sie diese einfache kurze Sätze mit lauter Stimme aus. Machen Sie Ihre eigenen Sätze und seien Sie einfach geduldig. Machen Sie Ihre eigenen Sätze und seien Sie einfach geduldig. Dakle, pravite vaše sobstvene rečenice i samo budite strpljivi. Man muss jeden Tag lernen, man muss mit der Sprache in Kontakt sein. Morate svaki dan da učite, da stalno budete u kontaktu sa jezikom. Mora se. Man muss jeden Tag lernen, man muss mit der Sprache jeden Tag in Kontakt sein. Aber lesen und hören Sie die Dinge, die Sie mehr oder weniger verstehen, und bewegen Sie sich langsam vorwärts zu schwierigeren Dingen. Dakle, čitajte i slušajte stvari koje manje više razumete. I krećete se onda polako napred ka težim stvarima. Lesen und hören Sie die Dinge, die Sie mehr oder weniger verstehen. Und bewegen Sie sich langsam vorwärts napred zu schwierigen Dingen. Also schwierig je težak, schwierigeren Dingen. Ok, nadam se da ćemo neki od ovih savjeta koristiti. A to je ono što inače ja stalno pričam o tim rečenicama, da učite kroz rečenice. Tako da nadam se da imate neke koristi od svega ovoga što ja ispričam. Vidimo se, ćus!